Hallo Steinbock, herzlich willkommen zu deinem Sternzeichen-Reading, gelegt auf dich und dein Gegenüber. Hier an dich auch nochmal der Hinweis: Du weißt, dass das eine allgemeine Legung ist, du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Und auch wenn hier nur ein paar Teilbereiche für dich in Frage kommen, dann nimmst du das mit, was für dich hier jetzt auch in dem Moment Sinn ergibt, ne? Womit du dann wirklich etwas anfangen kannst und was auch für dich dienlich ist. So, es kann aber auch sein, dass die Parteien hier gespiegelt sind, sprich, dass du dich im gegenüberliegenden Part wiederfindest. Dann münze es bitte einmal auf dich und deine Situation selbstständig um. Ja? Okay, lass uns mal schauen. Lass uns mal gucken, was dir dein Gegenüber hier jetzt sagen möchte. Der Weg der Heilung. Bitte mach dich endlich auf den Weg. Warte nicht länger auf mich. Setz dich nicht für mich in eine Warteschleife. Dein Herz braucht dringend Heilung. Du hast deine Wurzeln verloren. Setz dir ein neues Ziel. Erde dich. Genieße wieder dein Leben. Bitte werde glücklich, aber ohne mich. Du schaffst das. Alles Gute für dich. So, jetzt lass uns erstmal schauen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Lass uns mal hier kurz gucken. Was meinst du damit? Ohne mich. Was sagst du denn damit aus? Ja, also pass mal auf, meine Liebe. Hier war jemand nicht aufrichtig und nicht ehrlich zu dir, ja. Und ich glaube, das ist das, was dir dein Gegenüber hier sagen möchte, dass er einfach nicht die richtige Person für dich ist. Und eventuell hast du das auch schon gespürt oder eben hier muss man dir das irgendwie nochmal verdeutlichen, damit du das auch wirklich annehmen kannst, damit du das erkennen kannst, dass hier einiges in eurer Partnerschaft oder beziehungsweise in eurer Verbindung falsch gelaufen ist. Und diese Falschheiten, dieser Lug und Betrug hier jetzt einfach nicht mehr tragbar ist, ne, weil das hier schon eine gewisse Reichweite mit sich gebracht hat. Und das hat sich ja auch schon bei dir ausgewirkt, ne, oder auf dich ausgewirkt. Dir ging es ja hier am Anschein nach nicht gut. Ja, und ich glaube, du bist auch jemand, der hier immer und immer wieder Hoffnungen hat und irgendwie in jedes kleinste Fünkchen Hoffnung irgendwo wirklich einen Stern am Himmel gesehen hat, damit hier irgendwie noch was vorangehen kann, damit es hier auch wirklich irgendwie nochmal zu einer neuen Runde kommt und einen neuen Zyklus übergehen kann. Aber ich glaube, was ich hier wirklich sehe, ist, dass dein Gegenüber hier sagt, ich bin nicht der richtige Partner für dich, ich habe dir nicht gut getan, du hast unter mir leiden müssen. Hier hat auch jemand nicht ganz fair gespielt in deine Richtung, das sehe ich auch mit dem Fuchs, es gab hier Lug und Betrug. Und ich glaube, dein Gegenüber ist jetzt fair genug, um dir hier jetzt auch zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Ich weiß, ich habe dir wehgetan und ich bin nicht aufrichtig dir gegenüber. Deswegen möchte ich dir jetzt hier sagen, lass mich bitte los, weil sonst könnte das im späteren Verlauf einfach für dich noch schlimmer werden. Ja, das ist jetzt höchstwahrscheinlich eine traurige Botschaft für dich, aber vielleicht siehst du da auch zu gegebener Zeit ein Geschenk dahinter, ja? Denn ich glaube nicht, mein Input war ja schon so gewesen, das ist hier noch nicht so das Ende, weißt du? Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass das Ende hier, dass es das Ende hier ist. Für dich auf jeden Fall nicht, denn für dich wird es weitergehen. Hier verabschiedet sich jemand von dir, das sehe ich auch, ja? Und man hat hier auch irgendwie so eine Handlung vollzogen, die hier plötzlich schnell und unerwartet kam. Und du einfach gar nicht mal wusstest, was ist denn hier jetzt los? Was ist denn hier jetzt los? Ja, es kann auch sein, dass dir hier irgendwas über Drittpersonen mitgeteilt wurde. Muss jetzt nicht, aber das kann sein, dass du da irgendwie was gehört hast, dass das Ganze hier irgendwie ja eure gesamte Situation in den Sinkflug gebracht hat, sag ich jetzt mal. Ja, also dass es dann von bergauf, bergab ging, aber im negativen Sinne. Und ich glaube, es ist fair, wenn man dir hier sagt, geh deinen Weg weiter. Ja, weil mit dieser Person würdest du auf Dauer einfach nicht glücklich werden. Die Person zeigt sich hier als Fuchs, ja, und also dein Gegenüber. Und
Der Fuchs ist halt Lug, Betrug, Manipulation. Na, man meint es nicht ehrlich, man ist hinterlistig, man meint es ja einfach nicht gut. Und weil man aber in dir so eine gute Person gesehen hat, hat man sich hier jetzt für diesen Schritt entschieden und gesagt, lasst mich gehen, lasst mich los. Was hier jetzt mit deinem Gegenüber endet, heißt aber noch lange nicht, dass es hier wirklich vorbei ist. Denn ich glaube, ich habe das ganz stark im Gefühl, dass hier für dich ein Neuanfang liegt. Ja, und auch wenn es jetzt hier nicht mit deinem Gegenüber ist, auf den du jetzt gerade schaust und blickst, dann habe ich hier etwas anderes für dich. Etwas ganz, ganz Neues. Ja, dein Gegenüber ist nicht so weit. Er ist nicht so weit, sich zu binden. Er ist nicht so weit, hier irgendwie Pläne für die Zukunft zu schmieden. Das ist er nicht. Wenn es irgendwann mal mit euch was werden sollte, dann dauert das hier alles sehr lange. Und ich kann dir nicht sagen, wie lange. Da ist jetzt die Frage, ob du da überhaupt Lust drauf hast, ob du darauf warten willst und. Ja, ich kann dir das natürlich nicht sagen. Das musst du für dich selbst entscheiden. Aber hier jetzt sagt jemand zu dir, nein, jemand ist hier ein Arschloch und möchte, dass du weiterziehst. Schau nicht zurück, guck für dich auf deinen Weg in Richtung Zukunft und schau mal, was sich denn da jetzt eigentlich so zeigt. Ich muss auch sagen, es macht dir jetzt keinen Sinn, auf dein Gegenüber zu schauen, weil ich will dir hier auch keine Hoffnung machen, ja. Ich möchte jetzt einfach nur mal auf dich gucken. Ja, einfach nur mal auf dich, was hier sich für dich zeigt in der Zukunft, was du hier wissen kannst, was du wissen darfst. Und lass uns einfach mal gucken, ja? Liebe lichte Welt, was darf denn hier jetzt diese liebe Seele erfahren für die Zukunft? Hier ist es ja nun so, der Gegenüber oder das Gegenüber sagt, dass man gehen soll, dass man loslassen soll. Was erwartet denn hier den Steinbock? Zukünftig. Was haben wir denn da? Bitte eine Karte. Danke. Guck mal. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist super. Du wirst dich aus dieser Verankerung mit dieser Person lösen. Du wirst dich davon wegdrehen. Du wirst nicht mehr festhalten. Du wirst loslassen können und auch dürfen, weil du weißt, das bringt dich hier auch nicht voran. Das bringt dich nicht weiter. Ne? Und du hast hier immer nur dieses kleine Glück erfahren. Also immer nur dieses kurzlebige. Aber du möchtest das nicht haben. Diese Person, auf die du hier blickst, du wirst in die Erkenntnis kommen, dass alles, was mit dieser Person irgendwie in Zusammenhang stand, irgendwie keine Reichweite hatte, keine Tragweite. Ja, und das wird dir bewusst. Und aufgrund dessen, weil du deine Prioritäten auch anders setzt und anders lenkst, wirst du hier die Zügel in die Hand nehmen und deines eigenen Glückes Schmied werden. Und das ist super, weil für die Zukunft darfst du hier auf jeden Fall dann die Saat ernten. Du darfst ernten, was du gesät hast. Und das fängt damit an, dass du diese Verbindung loslässt. Und das wirst du auch machen, ja? Weil es wird dir noch bewusst gemacht werden, dass hier einiges schiefgegangen ist, ne? Und das wird dann dein eigener Weg der Heilung sein. Sobald du loslässt, setzt du schon den ersten Startschuss für dich in Richtung Zukunft und auch in Richtung Heilung, ja? Das wird hier ein absoluter Heilungsprozess für dich sein. Das ist toll. Wow, guck mal, da haben wir schon, ne? Die Heilung von Kindheitsthematiken. Also das muss hier eine Angelegenheit sein, die sich bei dir immer und immer wiederholt hat. Du hast hier immer und immer wieder irgendwie das gleiche Beuteschema an Männern angezogen. Dann hast du jemanden getroffen, der dich total geflasht hat. Ja, und da hat sich aber auch wieder etwas nicht bewahrheitet. Ja, das war hier auch nur wieder so ein Griff ins Klo. Und das wird dir bewusst gemacht. Das wirst du merken, dass dahinter ein Kreislauf steckt und dieser Kreislauf will durchbrochen werden. Das wirst du auch schaffen. Du wirst deine Kindheitsthematiken, ich weiß nicht, das kann eine Thematik mit Mama oder Papa irgendwie in Zusammenhang gestanden haben. Und du wirst aber genau diese Thematik heilen und du wirst hier in deine Kraft und deine Stabilität und in deine Erdung wieder zurückkommen. Du wirst hier sowas von stabil werden, dass du wirklich die Kraft hast zu sagen, nein, ich habe hier ein Nein. Du wirst Nein sagen, weil du in deinen Selbstwert kommst, weil du in deinen Selbstwert gehen wirst und das wird hier ein mega Heilungspotenzial für dich bringen.
auch für die Zukunft. In der Zukunft wartet was ganz Tolles auf dich. Ein goldenes Getreidefeld. So, schauen wir mal, was sagt man dir hier noch? Kosmischer Smaragd. Schaffe vollkommene Gesundheit, rufe göttliche Fülle ab und magische Kristallhülle. Knipse dein inneres Licht an, mache deine Gaben sichtbar, siehst du? Ja, ganz genau, das ist es hier nämlich, ne? Schaffe vollkommene Gesundheit. Hier muss noch viel Heilung. Und dadurch, dass du in diesen Heilungsprozess bist und aus dem Mangel heraustrittst, um in die Fülle zu kommen, wirst du auch in die Fülle gehen. Das wirst du auch erfahren, Stück für Stück. Wirst du merken, dass du eigentlich mit dem, was du machst, den Weg, den du einschlägst, dass es genau der richtige Weg ist. Und von Schritt zu Schritt wirst du mehr und mehr an deine Fülle kommen. Das ist super. Und das wirst du alles ganz alleine schaffen. Das wirst du aus deiner eigenen Kraft heraus schaffen. Und dadurch, dass du hier deinen eigenen Weg gehst, deinen eigenen Weg beschreitest, wirst du immer heller und strahlender. Du wirst in die Blüte deines Lebens kommen. Du wirst so eine innere Schönheit erfahren. Das kennst du gar nicht. Du wirst davon total überrascht sein, was alles in dir steckt und in dir schlummert, was eine lange Zeit lang nicht ersichtlich war. Das ist super. Was sagen dir die Engel hier noch? Warte mal, ich glaube, da hat er sich gerade eine umgedreht, oder? Nee. Was sagen dir die Engel hier noch? Meditation bringt Antworten. Vielleicht meditierst du ja auch. Du hattest gerade eine Frage gehabt, dann findest du deine Antwort in einer Meditation. Wenn es jetzt nicht die Meditation ist, dann geht es ja einfach nur darum, zur Ruhe zu kommen, zur Ruhe zu finden und zurück in deine innere Mitte. Und wir haben hier wieder die Genesung. Die ganze Situation mit deinem Gegenüber wird heilen. Die wird heilen. Ja? Wenn du es jetzt noch nicht siehst, wenn du das jetzt noch nicht merkst, das macht nichts. Das wird kommen. Stück für Stück und von ganz alleine. Ne? Welcher Erzengel hat denn hier jetzt noch eine Botschaft an dich? Erzengel Metatron, du hast einen guten Draht zu Kindern. Vor allem kannst du Kindern helfen, die besonders empfindsam sind. Das kann wirklich sein. Vielleicht machst du ja sogar beruflich was in Bezug auf Kinder oder hast vielleicht so mal mit dem Gedankengang gespielt, etwas mit Kindern machen zu wollen. Dann könnte das jetzt hier wirklich für dich ein Hinweis sein, ja, ein Hinweis, der dich irgendwie auf den Weg bringt, auf den Weg bringen könnte. Erzengel Ariel, halte dich jetzt nicht zurück, das Timing ist perfekt und du bist bereit, dich in die Lüfte zu erheben. Wow, breite deine Flügel aus. Krass, ja, breite deine Flügel aus. Du bist bereit dazu, diese Verbindung zu verlassen, diese Angelegenheit. Und kristallklare Intention, wenn diese Karte kommt, die spricht immer von Veränderung. Also hier kommt Veränderung rein. Und Michael sagt hier auch, sei dir klar über deine wirklichen Wünsche und fokussiere dich mit unerschütterlichem Glauben darauf, sie zu realisieren. Ja, die beiden Karten spiegeln sich hier. Das heißt, es könnte wirklich sein, dass du hier eine berufliche Veränderung wahrnehmen wirst und irgendwie in Richtung Kinder, ich weiß ja nicht, Kinderkrankenschwester, Kindergärtnerin, vielleicht auch irgendwie therapiemäßig mit Kindern irgendwas machen, vielleicht in einer Förderwerkstatt, ich weiß es nicht, ist ja alles möglich, ja, vielleicht auch Lehrerin, Lehrer, ist ja ganz egal, ne? Aber vielleicht ist es erstmal so ein Hinweis darauf, dass du dich in Bezug auf dessen fokussieren kannst, weil das wird dir Fülle bringen. Genau dieser Weg wird dir Fülle bringen. So, Wahnsinn. Eine wunderschöne Botschaft an dich. Lieber Steinbock, ich hoffe, du konntest jetzt auch ein bisschen etwas für dich mitnehmen und hier war ein wichtiger Impuls für dich dabei. Ja, sei nicht traurig, Kopf hoch, du wirst den Weg gehen und dieser Weg wird dich in die absolute Erfüllung bringen. Vertraue darauf. Erzengel Michael ist an deiner Seite und würde dich dahingehend auch unterstützen. Danke, dass du eingeschaltet hast und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.